Als nächste Rednerin am Wort Elisabeth Grossmann von der SPÖ. Herr Präsident, Herr Minister, der vorliegende Budgetentwurf enthält einige erfreuliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Erhöhung der Transferzahlungen für Vereine, für Sachwalterschaft und Patientenanwaltschaft im Ausmaß von 5,9 Millionen Euro. Gemeinsames Ziel ist es ja, die Selbstbestimmung der Menschen so weit wie möglich und auch so lange wie möglich zu erhalten, ohne dass diese übervorteilt oder werden oder finanziellen Schaden nehmen. Also eine sehr wichtige, begrüßenswerte Maßnahme. Wichtig, Herr Minister, ist aber auch die Weiterentwicklung des Unterhaltsrechts in Richtung eines möglichst lückenlosen Unterhaltssicherungssystems. Denn wir wissen, mangelhafte, zu geringe Unterhaltszahlungen sind die Hauptursache für Kinderarmut in Österreich. Also nehme ich hier auch Ihre Ankündigung am Rande des Justizausschusses ernst, dass Sie hier bald tätig werden. Ja, zum Budget. Gut angelegt ist das Budget bei der Weiterbildung des richterlichen, aber auch nicht richterlichen Personals, vor allem wenn es um die Beurteilung eines Haftgrundes geht. Denn wenn ein Haftgrund gegeben ist, muss auch eine Haft verhängt werden. Und hier darf die Wegweisung nach dem Gewaltschutzgesetz nicht als gelinderes Mittel missverstanden werden, wie das in einigen dramatischen Fällen der Vergangenheit der Fall gewesen sein dürfte. Also unser Personal im Sicherheitswesen, im Justizwesen ist höchsten Anforderungen ausgesetzt und braucht hier auch die bestmögliche Vorbereitung und natürlich auch die bestmögliche Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Sagt Elisabeth Grossmann von der SPÖ.